Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Technik-Faultier-Video. In diesem unscheinbaren Paketchen befindet sich der neue Apple bzw. LG 5K-Monitor, den Apple zusammen mit den neuen MacBook Pros vorgestellt hat. Den habe ich jetzt hier, kostet schlappe 1050 Euro und nein, der ist nicht für mich, aber aus dem Familienkreis hat sich den jetzt einer gekauft und ich habe jetzt, naja, ein paar Tage habe ich jetzt vorher die Möglichkeit, damit rumzuspielen. Wo ich aber schon mal sehr skeptisch bin, das Ding wurde geliefert mit DHL Express. Den Jungs möchte ich ja sowieso immer den Nase oder andere Körperteile langziehen. Hier vorne ist die Verpackung schon mal kaputt. Jetzt weiß ich auch, warum die hier drumherum eine Box gemacht haben. Dann an der Seite, da und da, wenn ich dann hier reingucke, ist sogar schon die äußere Verpackung beim Monitor beschädigt. Da hat man natürlich richtig viel Freude, wenn sowas bei einem ankommt. Dann hier die Seite, Lasche ist auch schon mal abgerissen, aber darunter seht ihr jetzt wenigstens LG Ultra Fine 5K 27 Zoll Display for Mac. Wusste ich ja gar nicht, dass LG auch direkt vor Mac damit werben kann. Das freut mir also auf der einen Seite, ich finde es sehr schade, dass Apple jetzt hingegangen ist und selber keine Thunderbolts oder USB Type-C oder Thunderbolt 3 Displays mehr herstellt, sondern, naja gut, machen wir uns nichts vor, die Dinger haben die früher auch vom Monitor die ganze Technologie dahinter auch bei LG, Sharp oder sonst wo eingekauft. Aber das ist jetzt komplett LG das Feld überlassen. Naja, ich bin trotzdem mal gespannt, was das Ding denn taugt. Und vor allem jetzt die große Frage, wie kriegen wir das denn hier am besten raus, so dass die Kamera das auch noch einigermaßen einfängt. So, alter Falter. Von der Verpackung sieht natürlich schon mal geil aus. Und das ist ja auch irgendwie das, wo dann jeder oder wo auf Apple mitwirkt. Hier P3-Farbraum, super tolle Farben. Es ist nicht nur 4K, es ist ein 5K-Display. Oh Gott, wo sind wir da überhaupt bei der Auflösung? 5120 mal. Boah, 2880, glaube ich. So, und dann gucken wir einmal kurz rum. Das hatten wir eben. Ach, guck mal hier, die PPI-Anzahl wird einem direkt drauf vorgeschrieben oder direkt draufgeschrieben. 218. 218, das klingt jetzt natürlich total Banane für jemanden, der beim Smartphone immer sagt, na, 300 PPI reichen da aus. Aber wir haben ja noch mal den Unterschied. Smartphone habe ich deutlich näher an den Äuglein dran. Als so ein Display bedeutet eigentlich 218 so, müsste ja super duper gestochen scharf daherkommen. So, was bieten wir sonst noch an Infos? Nicht wirklich was. USB Thunderbolt 3 steht drauf und vor Mac geeignet. Wobei dieses vor Mac natürlich so eine Sache ist. Das Ding sollte ja eigentlich auch mit allen anderen Geräten funktionieren. Aber da gucke ich natürlich auch noch drauf. So, dann jetzt einmal. Ach so, die Verpackung, guckt euch das hier an. Da war die, hier ist die schöne Katsche. Oh, das ist ja, und da unten auch nochmal. Also, DHL Express mit sowas. Ah, naja. So, wir gucken weiter. Einmal. Lasche 1, Lasche 2. Ich hoffe, die Kamera fängt das alles ein. Ach so. Und jetzt. Oben dann die dicke Styroporwand. Das sieht... Ich weiß nicht, ob die Kamera es einfängt. Das ist doch mal eine stylische Verpackung. Da macht man das Ding oben auf und dann leuchtet und schimmert es hier in der, wie soll man sagen, in der Alu-Verpackung daher. Wobei ich auch sagen muss, wer eigentlich so App-Verpackung oder Mac-Verpackung gewöhnt ist oder wer mal so einen großen iMac ausgepackt hat, das wirkt hier doch ein bisschen lieblos. Und machen wir uns nichts vor, ihr zahlt hier trotzdem Apple-Preise für. Klar, derzeit ist das Teil auf nur 1050 reduziert, aber ich glaube bis zum 31. März noch. Danach sollen die Preise wieder anziehen, was ich nicht so richtig glauben kann, aber dann doch irgendwie. Aber ich meine, das Ding, ich glaube Normalpreis bei Apple dann irgendwie zwischen 1300 und 1400 Euro, da könnte man sich bei der Verpackung auch noch mal ein bisschen mehr Mühe geben. So, und jetzt. Da macht sogar die Kamera schon schlapp, wenn ich ans Kabel komme. Also, wir gucken mal, dass wir das jetzt hier auch noch irgendwie weiter rausbekommen. Ah, einfach an den Ecken. Ah, so. Chip.
So, da haben wir das gute Stück. Wobei, wir machen es natürlich spannend und ich fange erst mit der Zubehörbox an. Da steht dann auch wieder LG drauf. Zubehör steht auch drauf. Und da drin befindet sich einmal ein Handbuch. Wobei, naja, das brauchen wir glaube ich nicht wirklich. Dann haben wir die Rückseitenverkleidung. Oder ist das schon direkt so eine Wandhalterung? Dann, jetzt kommen wir zu den coolen Sachen. Denn man bezahlt ja nicht nur gute 1000 Euro, sondern da ist ja noch was bei gedacht. Vorteil ist, ich habe hier wieder so einen ganz normalen Rechnerstecker hinten dran. Und das Netzteil für den Monitor ist schon integriert. Bedeutet, ich habe da nicht nochmal einen Klotz, ich habe nur ein Stromkabel. Ist schwarz, passt diesmal, weil der Monitor auch schwarz ist. Und jetzt kommt eins der teureren Sachen, ein Thunderbolt 3 Kabel. Ich glaube, Apple bietet da derzeit, glaube ich, selber keine an. Die bieten auf ihrer Homepage irgendwelche von Belkin an, wo, glaube ich, ein 2 Meter Kabel fast 60 Euro kosten soll. Ob das jetzt hier ein 2 Meter Kabel ist, kann ich noch nicht sagen. Was ich aber sagen kann, ist, ein Vorteil von diesen USB-C Thunderbolt 3 Dingern ist, der Monitor bietet 85 Watt. Das ist genug, um das 13 Zöller, aber auch das 15 Zöller neue MacBook Pro zu laden. Das bedeutet, ein Kabel für alles und wer ein Mac gekauft hat, der hat dann dieses, naja, das letzte Netzteil vom Mac, kann er dann als Reiseding benutzen, wenn er das zu Hause nutzt. Also da wird dann mit so einem günstigen Monitor, kriegt man dann ein zweites Ladegerät. So, gucken wir uns die Kabellänge an. Na, das sind jetzt aber nicht wirklich 2 Meter, oder? Lasst mal ganz kurz gucken. Na, machen wir es genau. Ich bin ja halb vorbereitet. Und zwar einmal Pi mal Daumen, jetzt kurz gemessen. Nehmen wir es kurz zur Hälfte. Und na, habe ich mir doch gedacht. Oh doch, ist 1 Meter. Also, wir haben hier wirklich ein 2 Meter Thunderbolt 3 Kabel dabei. Kostenpunkt bei Apple 60 Euro Belkin-Dinger. Bedeutet, das Ding ist jetzt schon auf einmal schon ein unter 1000 Euro Schnäppchen. Ich breche immer noch ab, was das für Preise sind. Also, und das, jetzt weiß ich langsam, warum Leute einen Haufen Geld dafür ausgeben, wenn sie kabellose Mikrofone benutzen. Wenn man was Größeres auspackt und sich dauernd am Mikrofonkabel rupft. Ah, was ich sagen wollte, ne? Preislich ist das Ding natürlich... Ich sag mal so, ob sich das für einen Otto-Normalnutzer rechnet, ob der da nicht mit einem, oder vielleicht, ich sag mal, für 200, 300 Euro gibt es ja auch schon vernünftige Monitore. Gut, die sind da noch nicht bei 4K angelangt, aber ob man da nicht auch was Günstigeres kaufen kann oder dann vielleicht 2 davon. Auf der anderen Seite sage ich aber auch ganz klar, als jemand, der ja auch längere Zeitraum einen 27 Zoll Monitor benutzt hat, der aber nur Full HD Auflösung hatte, das ist zu wenig. So, ich hatte doch mal eine Schere. Jetzt wird es interessant. Die Verpackung aufmachen, ohne den Monitor in den Monitor zu schneiden. So, was eine geile Styropor-Party. Und hier ein super Feature. Das Ding ist höhenverstellbar. Jetzt kann man sich natürlich diese, ach ja, und vor allem beim Winkel her, kann ich es natürlich auch noch kippen. So, jetzt kann man sich beim Design ein bisschen kloppen. Ich persönlich würde sagen, für einen Monitor 2016, 2017, dass man da noch so breite Rahmen hat, das muss doch nicht sein. Das hätte man auch noch mal eine Runde eleganter designen können. Dass man hier oben diesen richtig dicken, breiten Rahmen hat. Ich weiß nicht. Ist ja schön, dass hier Mikrofon und Webcam integriert ist. Aber trotzdem, das hätte man auch... Und ich will nicht wissen, so geile Sachen hier unten hätte man... Klar, es ist ein Monitor für Mac, aber hier unten dann noch so induktives Laden hätte man integrieren können. Naja, ein Energy Star Aufkleber, wie man den von allen Monitoren kennt. Einmal weg damit. So, und jetzt gucken wir einmal auf die Rückseite. Und, ach ja, genau, und das Hoch und Runter, naja, Kippen haben wir ja gerade gehabt, kein Problem. Drehen wir es mal ein bisschen rum. Und auf der Rückseite, richtig, richtig unspektakulär, was wir auf der Rückseite haben. Das wäre die Klappe, die man dann abmachen kann für die Wandhalterung. Da hatten wir eben das andere Ding in der Box. Stromeingang und jetzt haben wir hier ist der entscheidende Thunderbolt 3 Anschluss in USB Type-C Form mit dem Splitstecker, also das ist das Hauptding, wo ihr euren Mac dran anschließt
Und zusätzlich gibt es halt nochmal drei zusätzliche USB Type-C-Ports, die sich dann aber, glaube ich, die Bandbreite teilen müssen. Das werden wir aber alles noch rausfinden. Bin gerade etwas irritiert. Ich glaube, hier rechts haben wir sogar gar noch einen Kensington-Lock. Wenn man den mal rumschleppt, auf einer Messe ausstellt oder sowas, vielleicht gar nicht so schlecht, dass man den auch festbinden kann. In Summe muss ich aber sagen, war das ein relativ unspektakuläres Auspacken. Das wäre sowas, wenn ich einen ganz normalen Monitor kaufe. Ja, okay. Aber für ein, naja, Apple, das ist es ja wieder. Es ist ja kein Apple-Produkt. Und jetzt gucken wir uns noch den Winkel an, den ich auf den Produktbildern am unsexiesten finde. Und das ist eindeutig die Seite. Das Ding ist dann doch, ne, es ist, dem Ding fehlt jegliche, ich sag einfach mal, Apple- oder Mac-Ästhetik. Das ist halt so ein stinknormaler Plastikbomber, Plastikbomber-Monitor, der jetzt aber ein super Bild haben soll. Und da bin ich doch jetzt mal sehr gespannt. Ich gucke mal, dass ich da meine erste Reaktion, mein erstes Anschließen ans MacBook vernünftig gefilmt kriege. Das war jetzt auf jeden Fall erstmal das Unboxing und gucken, was dabei ist. Im Endeffekt nicht wirklich viel. Monitor, zwei Kabel, ein Handbuch und keine Aufkleber. Ach ja, und noch die Wandhalterung. Das jetzt aber erstmal, wobei es ist ja keine Wandhalterung, ist ja die Halterung, wo ihr den Monitor dann an die Wandhalterung packen könnt. Das soll es jetzt aber erstmal gewesen sein. Vielen Dank fürs Zugucken, macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss!